Genau wegen diesen Dingen, die sie als Schwäche gesehen haben, habe ich am Ende was geschafft. Wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht kann, das ist doch die größte Motivation für mich. Menschen, die keine Ziele haben, Menschen, die keine Träume haben, werden dir immer versuchen, deine Träume und Ziele auszureden. Aber vor denen musst du dich fernhalten. Ich habe auf meinem Weg einfach so sehr gelernt, dass du entscheiden kannst, wer du bist und wer du werden willst. Und dass du dich um 180 Grad verändern kannst. Ich werde noch viel erzählen in den nächsten Videos, aber du musst dir denken, ich war ein junger Typ, der wirklich jahrelang von früh bis abend nur eingerocht war. Ich war extrem verloren, ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich in meinem Leben machen will. Ich hatte keine Ziele, keine Vision, ich hatte keine Disziplin und ich habe mich zum kompletten Gegenteil entwickelt. Wirklich zum kompletten Gegenteil. Und es gibt aber auch keine Grenzen bei dieser Veränderung, dieser Entwicklung, weil diese Grenzen sind einerseits in unserem Umfeld, bei unserer Familie, unseren Freunden, weil die uns leider immer als die Person sehen, die wir früher waren. Und das kann sehr anstrengend sein und deswegen müssen wir das auch ausblenden und dürfen nicht an uns ranlassen, weil es sonst einfach auch passieren kann, dass wir selbst denken, dass wir noch diese alte Person sind. Und andererseits sind diese Grenzen einfach nur in unserer Vergangenheit, weil wir noch viel zu sehr damit verknüpft sind. Aber die Vergangenheit, und das muss man wissen, ist nicht mehr die Realität. Es ist vorbei. Es war damals. Aber es hat eigentlich nichts mehr mit heute zu tun. Und du kannst heute aufstehen, du kannst dich heute verändern und du kannst dich heute neu kreieren und ein anderer Mensch werden. Und ich habe das zu 100% gemacht und deswegen liegt mir das am Herzen, dass ich das einfach anderen mitgebe, weil die meisten das gar nicht realisieren. Weil sie denken, sie sind diese Person mit diesen schlechten Eigenschaften, mit dem, was sie damals gemacht haben und sie werden diese Person bleiben, aber das stimmt nicht. Du kannst dich komplett verändern und du kannst dein ganzes Leben komplett verändern. Und vor allem, dafür muss nichts Tolles passieren. Es muss nichts geschehen, wie alle denken. Und wer darauf wartet, dass irgendetwas passiert, der macht den größten Fehler. Weil eine Veränderung geschieht mit deinen Taten, die du jeden Tag machst. Mit deinen 10 bis 20 Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Was dich wirklich verändert, sind doch deine Gewohnheiten, deine Rituale. Wir sind das, was wir machen. Wir sind eine Ansammlung von dem, was wir machen, was wir täglich machen, über eine lange Zeit. Das ist Veränderung. Was denkst du, war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich geändert hast? Ich glaube, was echt einen großen Teil bei mir ausgemacht hat, ist, wenn man das ganze Revue passieren lässt, dass mir so meine ganze Kindheit und Jugend immer wieder gesagt und vermittelt wurde, dass ich nichts Wirkliches schaffen werde. Und ich glaube, das hat mir so einen Drang gegeben, dass ich was schaffen will. Das mir auch selbst zu beweisen, dass ich was schaffen kann, wenn ich wirklich viel Arbeit investiere und dass die einfach alle Scheiße reden. Dass ich Dinge nicht richtig auf die Reihe bekomme, dass ich viel zu chaotisch bin, dass ich Dinge nicht wirklich gut kann, egal ob Sport, Schule, Studium, egal worum es ging. Und diese Dinge haben sich wirklich in meinen Kopf gebrannt. Also mich hat das sehr geprägt, glaube ich. Und ich weiß auch all diese Momente auswendig. Schon als Kind, wie ich so 8, 9 war, hat einer meiner Geschwister mal zu mir gesagt, als Spaß gesagt, dass wenn wir erwachsen sind, dass ich dann zu denen kommen werde und nach Geld betteln werde, weil ich halt nichts schaffen werde. Und die wissen das auch gar nicht, weil das einfach aus Spaß gesagt war, aber ich weiß wenig aus meiner Kindheit, aber diesen Moment weiß ich komplett, als wäre das gestern. Es hat sich einfach in meinen Kopf gebrannt, diese Sachen. In der Schule sowieso, Lehrer, auch meine damalige Freundin, wo ich so 19 war, ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, dass sie sich trennen will, weil sie keinen Bock hat, einen Freund zu haben, der irgendwann arbeitslos ist und nichts auf die Reihe bekommt und nichts in seinem Leben machen wird. So haben Leute über mich geredet. Von diesen Momenten gab es so viele und ich habe die nie vergessen. Keinen einzelnen von denen. Dass alle sagen, ich kann etwas nicht, aber ich kann. Weil was ist der Scheißgrund, wieso andere etwas schaffen sollten und ich nicht? Woher kommen diese Grenzen?
Jeder von uns kann etwas schaffen. Jeder von uns, wenn er Arbeit investiert, kann etwas erreichen. Weil wir sind alle etwas Besonderes, niemand ist was Besseres und wir haben alle Stärken. Weil was die alle nicht verstanden haben ist, es ist immer wegen diesen und diesen Dingen wirst du nicht schaffen. Aber genau das, was die gesagt haben, die angeblich schlechten Eigenschaften, wurden am Ende zu meinen Stärken. Genau wegen diesen Dingen, die sie als Schwäche gesehen haben, habe ich am Ende was geschafft. Beispielsweise, ich bin viel zu chaotisch. Sie verstehen nicht, dass ich ein extrem kreativer Mensch bin. Und kreative Leute sind chaotisch. Es gibt nicht kreative Leute, die etwas createn können, die irgendwo Visionäre sind, die in der Sache gut sind. Und das sind aber die ordentlichsten, strukturiertesten, prozessorientiertesten Typen. Das gibt es nicht. Wenn du ein chaotischer Typ bist, dann ist meist deine Stärke, dass du extrem kreativ bist. Wenn du ein ordentlicher Typ bist, dann ist meist deine Stärke, dass du eher ein Wie-Typ bist, dass du prozessorientiert bist, dass du gut strukturiert bist, dass du gut planen kannst, dass du oft auch gut managen kannst. Beides ist eine Stärke. Oder ich bin viel zu emotional. Emotional zu sein ist eine Stärke und eine Schwäche. Wenn es jetzt um wirklich abgebrühte Business-Typen geht, um Manager, natürlich, die sollten da nicht so emotional agieren, aber wenn ich nicht emotional wäre, und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dann könnte ich niemals Menschen emotional catchen und erreichen mit dem, was ich mache. Und das ist aber das Wichtige, weil du musst jemanden emotional catchen, damit es irgendwo auch Klick macht und er vielleicht in seinem Leben etwas verändert. Und das ist meine Stärke. Aber diese Gesellschaft, vor allem in der Schule, vor allem in der Jugend, sehen immer deine Schwächen. Aber es ist Bullshit, an den Schwächen zu arbeiten. Nimm deine Eigenschaften und nutze es als deine Stärke. Deshalb sieh deine Stärken und glaub daran und lass dir vor allem von niemandem etwas einreden. Von irgendwelchen Idioten, die keine Ahnung haben, was du eigentlich kannst und wer du bist. Die dich einfach überhaupt nicht kennen. Und ich glaube, wegen dem allem habe ich extrem gelernt, auf Meinungen anderer zu scheißen. Weil alles, was die gesagt haben, weshalb ich angeblich nicht schaffen werde, wurden zu den Dingen, wieso ich was geschafft habe. Und das hat mir einfach gezeigt, dass die alle Scheiße geredet haben. Was die gesagt haben, war einfach Bullshit. Und es darf nicht passieren, dass du diese Meinung so an dich ranlässt und dann vielleicht selbst glaubst, dass das wirklich Schwächen sind oder dass du nicht schaffen wirst. Das darf doch nicht passieren. Du darfst nie den Glauben an dich verlieren. Es hat mir gezeigt, dass 99% der Leute, die irgendwas zu dir sagen oder über dich reden, dich überhaupt nicht kennen. Und dass der Glaube an sich selbst, wovon man wirklich selbst überzeugt ist, viel, viel wichtiger ist als irgendeine Meinung von da draußen. Und deswegen gebe ich das auch allen Menschen so mit, weil es nicht passieren darf, dass du das glaubst, was die sagen. Und nimm es als Motivation. Dreh das Ganze um. Wenn jemand sagt, du schaffst etwas nicht, nimm es als Motivation, noch mehr zu schaffen. Wenn du am Fußballfeld stehst und ausgebuht wirst, musst du denken, diese ganzen Menschen im Publikum, die haben Geld dafür bezahlt, um dich auszubuhen. Weil über andere zu reden und über andere zu urteilen, ich finde das so eine Katastrophe. Ich würde das nie machen. Ich kenne die Personen doch überhaupt nicht. Ich kann mir doch gar nicht die Frechheit rausnehmen, über die zu urteilen oder irgendwie irgendwas über die zu sagen. Wie hast du es geschafft, dass dir die Meinung anderer so egal ist? Ich weiß nicht. Ich dachte mir dann irgendwann so, Mann, in 50 bis 60 Jahren bist du tot. Dann ist der Weg vorbei, dann war's das. Und ist nicht das einzig Wichtige, was du darüber denkst, dass du damit glücklich bist, dass du damit zufrieden bist? Ist es nicht das Einzige, was zählt und dass es komplett irrelevant ist, was auch nur eine Person da draußen darüber sagt oder denkt oder ihre Meinung abgibt? Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Ich dachte mir, ja, ich mache jetzt genau das, was ich für richtig halte. Und ich höre auf keine einzige Person mehr, die mir irgendwas über mich erzählen will. Das ist doch mein Weg, ist doch mein Leben. Ich muss damit doch glücklich sein. Und ich dachte mir auch, ganz ehrlich, wieso sollten wir nicht viel größer denken?
Da gibt so viele Menschen da draußen, die haben so was Großes, Tolles geschafft, auch mit so einem Sinn dahinter, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Aber wieso sollten wir nicht auch so groß denken, etwas Großes schaffen zu können? Wieso denken wir alle immer so klein? Und ja, ich bin irgendwer, aber auch irgendwer kann was Großes schaffen. Wieso nicht? Ich glaube, es ist sehr wichtig, eine Sache zu verstehen. Die meisten Menschen probieren nicht mal etwas, weil sie schon im Vorhinein nicht daran glauben. Sie reden viel, ja, viele reden, viele spucken größere Töne, aber im Endeffekt gibt es keine Taten, sie machen nichts. Nur wenige probieren etwas und geben dann aber auf. Und fast niemand probiert, 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 probiert und gibt nie auf. Und diese Leute schaffen es. Diese Leute schaffen etwas. Diese Eigenschaft, nie aufzugeben, ändert alles. Und ohne der wirst du scheitern. Weil egal, was du im Leben schaffen willst, egal in welchem Bereich, aber wenn du was Großes schaffen willst, du wirst 1000 Mal auf die Fresse fallen. Und wenn du dann nicht bereit bist, immer an dich zu glauben und immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, dann vergiss es. Das macht den Unterschied. Generell, dein Mindset macht den Unterschied. Deswegen musst du es auch aus dem Herzen machen, wie ich immer sage, weil wenn du das nicht liebst, wirst du aufgeben. Deshalb, du musst immer wieder aufstehen. Du darfst nie den Glauben an dich verlieren. Und das habe ich gelernt. Ich habe das Aufstehen gelernt. Das Kämpfen. Und wenn du das besitzt und wenn du das machst, geht es nicht anders, als dass du nach einer Zeit Erfolg hast, weil dich nichts und niemand stoppen kann, weil du immer weitermachst. Es geht gar nicht anders, als dass du dann etwas schaffen wirst. Bist du stolz auf dich? Klar, wir alle sollten stolz auf uns sein. Und ich finde auch, dass wir alle Gründe haben, um stolz auf zu sein, aber wir sehen die halt oft auch nicht. Und ich habe genauso Selbstzweifel und bin manchmal am Arsch wie jeder andere, aber das ist normal. Aber ich finde, wir alle sollten stolz auf uns sein. Weil wir alle haben Dinge gut gemacht und machen auch Dinge gut. Worauf bin ich stolz? Ich glaube einfach, dass ich bin und mich nicht verstell. Ich bin schon so lange in diesem Social Media Ding und ich finde das oft echt eine Katastrophe. Ich verstell mich nicht, ich muss nicht irgendwie einen Charakter spielen, ich muss nicht die ganze Zeit Werbung für Firmen machen, um noch mehr Geld zu verdienen. Ich verzichte da lieber darauf. Aber ich kann mich in den Spiegel schauen. Ich bin ich und ich kann was Eigenes machen. Ich kann mich hinsetzen und ich kann komplett aus meinem Herz reden. Und ich bin einfach so, ich bin in echt so wie im Internet. Ich bin kein gespielter Charakter. Und ich verzichte auf viel Geld auch. Ich verzichte locker auf 50.000 bis 100.000 Euro im Jahr, damit dass ich meiner Community eben nicht irgendeinen Scheiß andrehe. Irgendwelche komischen Versicherungs-Apps oder alle möglichen Produkte. Ich habe so viele Angebote, aber ich bin stolz darauf, dass ich das nicht mache. Und ich weiß auch, dass die Menschen, die mich verfolgen, dass sie das wissen. Und ich glaube auch, dass die das schätzen. Und vor allem, dass ich halt etwas mit Sinn mache in meiner Arbeit, dass ich etwas mache, wo ich Menschen auch etwas geben kann, dass ich irgendetwas Positives bewirken kann, dass ich Menschen einfach in eine positive Richtung lenken kann. Ich habe Nachrichten bekommen, da haben Leute gesagt, die wollten sich umbringen und meine Podcasts haben die davon abgehalten und haben die wieder ins Leben geführt. Also wenn ich sowas lese, dann weiß ich, was ich mache, hat einen richtig tiefen Sinn. Und das ist mir so wichtig, das ist mir auch viel wichtiger, als wie das jetzt finanziell alles aussieht, weil ich habe gelernt, das Finanzielle kommt sowieso, wenn du etwas gut machst im Leben. Aber ich bin stolz darauf, dass ich etwas mit Sinn mache. Und dass ich einfach was Eigenes mache, weißt du? Dass ich nicht meine Reichweite verkaufe, um für alle möglichen Firmen Geld Werbung zu machen, sondern dass ich was Eigenes create, aufbaue. Und bezüglich Erfolg? Mir treu zu bleiben. Trotz Erfolg und Geld einfach, dass ich mir treu bleibe. Ich habe Werte im Leben und die werden sich nie ändern. Und egal, ob was du für finanziellen Erfolg hast,
ich gebe dem im Leben keinen hohen Stellenwert. Und das ist extrem wichtig. Mich wird das nie verändern können. Und ich habe Spaß dabei und ich gönne mir Dinge, ich fahre mein Traumauto, ich gönne mir generell geile Dinge, aber ich weiß, was wirklich wichtig im Leben ist. Das ist es. Ja, ich weiß, was wirklich wichtig im Leben ist und dem gebe ich einen hohen Stellenwert. Und alles andere macht Spaß, aber ich weiß, dass es nicht wirklich wichtig ist. Ich verbringe so viel Zeit mit meiner Familie. Ich kümmere mich um die wirklich wichtigen Dinge und alles andere. Ich weiß, was wichtig im Leben ist. Zu 100%. Ich mache einfach mehr das, was mich glücklich macht, anstatt den schnellsten Weg zum Erfolg zu gehen, damit andere das noch als toller sehen. Anstatt, dass du extrem schnell eine Treppe nach oben kommst und alle dich diese Treppe rauflaufen sehen, ist es doch viel wichtiger, wohin diese Treppe führt. Ob diese Treppe an dem Baum oder an dem Haus steht, das dich wirklich glücklich macht. Und nicht einfach nur eine Treppe in irgendeinem Haus, das alle sehen, boah, du bist extrem schnell diese Treppe hochgekommen. Das muss man wissen. Und natürlich, dass ich trotz so vielen Selbstzweifeln und trotz so mangelndem Selbstbewusstsein früher, ich habe einfach nie aufgehört. Weil dieses Wort aufgeben, das existiert nicht in mir. Jeder Mensch, der mich privat kennt, vor allem meine Familie oder auch enge Freunde, die wissen das. Ich würde niemals aufgeben bei etwas. Ich bin extreme Kämpfer einfach so geworden und da bin ich mir sehr dankbar dafür, weil ohne diese Eigenschaft kannst du es vergessen. Weil hätte ich aufgehört, dann wäre das alles nicht so gekommen und ich könnte niemals mein Leben so leben. Und diese Selbstzweifel, die kommen auch immer wieder, weil je mehr Erfolg du vielleicht in einer Sache hast, desto mehr Druck hast du, desto mehr kannst du an dir zweifeln auch. Aber du musst immer wieder damit umgehen, dich immer wieder aufraffen und immer wieder weitermachen. Man kann nicht glauben, dass man auf einmal so die starke Person ist und dann läuft das einfach. Du hast die ganze Zeit Zweifel, du hast die ganze Zeit Ängste, du hast die ganze Zeit Druck. Das wird ja eher noch immer größer, aber einfach auf die Fresse fallen, aufstehen, weitermachen. Die ganze Zeit. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich mitgeben? Vieles. Einerseits, geh so viel wie möglich nach deinem Herzen, vor allem wenn du jung bist. Es gibt nichts, was mehr richtig ist für deinen Weg, als das, was dein Herz dir sagt. Dein Herz weiß alles. Jede Entscheidung, alles was du machen willst, hör wirklich auf dich und geh danach. Und geh Risiko, wenn du jung bist. Und auch halte deinen Kreis klein. Schau wirklich, wen du um dich hast. Welche Menschen da sind. Das ist so wichtig. Pass einfach auf, wen du um dich hast. Es müssen auch nicht so viele sein. Hauptsache es sind wirklich gute Leute, die nicht irgendwie neidisch werden, wenn du etwas schaffst. Das sollten Menschen sein, die dich voranbringen, die das Feuer in dir auslösen und nicht dein Feuer löschen, sondern dich motivieren, dich pushen, an dich glauben, dich niemals kleinreden. Wenn du an deinen ganzen Weg denkst, bereust du was? Definitiv. Aber nur Dinge, die ich nicht gemacht habe. Ich glaube, man bereut generell immer das, was man nicht getan hat. Was man sich nicht getraut hat.